Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Heike von Stamping & More und heute möchte ich euch mit euch das erste Mal aus einem Produktpaket oder einer Produktreihe aus dem neuen Jahreskatalog basteln. Den Katalog habe ich hier. Ich darf euch leider nur das Cover zeigen, den Rest noch nicht. Heute war auch der Sketch des Monats bzw. dieses Wochenende. Und ich habe gleich mit diesem neuen Paket meinen Sketch fertig gemacht. Ich zeige euch mal eben, was in der Produktreihe drin ist. Das ist einmal das Designerpapier. Dann sind das die Stempel und die Stanzform. Die Stanzformen sehen schon heiß aus, weil die habe ich schon ordentlich benutzt. Ich zeige euch auch gleich warum. Und dazu gehören dann jetzt auch die runden Akzente, runde Glanzakzente. Das ist diese Sachen zusammen ist eine Produktreihe. Und zwar habe ich da einmal eine Rahmenkarte gemacht. Da habe ich das Designerpapier drin genommen, habe da noch ein bisschen Wing of Stella drauf gemacht, ein paar normale Perlen und ja, das ist eigentlich eine schnelle, einfache Karte. Aber gerade bei diesem bunten Papier finde ich die sehr schön. Und hier habe ich die, das ist der Sketch jetzt gewesen, mit drei Blumen und den Spruch und einmal Papier obendrauf. Da seht ihr, da habe ich auch schon mit dem neuen Set gearbeitet. Was bei diesem Papier toll ist, und das zeige ich euch gleich. Ich zeige euch mal eben, wie das Papier, welches Papier das ist. Und zwar, ihr seht, ich habe da schon mit, wie gesagt, schon mit gearbeitet. Mal eben die Papiere wegnehmen. Und dieses Papier hier habe ich ausgestanzt. Und zwar gehörte diese Farbe dann noch zu mit den Stanzformen. Die passen da also wirklich ganz genau zu. Da könnt ihr wirklich bis zum letzten Rest habe ich die Blumen, die Rosen ausgestanzt. Bei dieser Karte, wo ist sie jetzt? Hier. Habe ich die oberste Blume, ist sogar noch ein Eckmotiv gewesen, die ich ausgestanzt hatte. Und ja, das passt also richtig gut darauf. Da sind die Papiere, ich zeige sie euch mal eben. Die habe ich ja schon bearbeitet. So, das ist einmal dieses ganz bunte. Da habe ich jetzt ja schon den Hintergrund mitgemacht. So sehen die von hinten aus. Die Papiere sind immer zweimal. Ne, das wisst ihr. Das sind auch Rosen. Das ist der Hintergrund. Ist das jetzt marineblau? Mal eben schauen. Doch, das ist marineblau. Da stand da auch drauf. Da sind auch die Rosen. Die sind immer in verschiedenen Farben. Hier kann ich jetzt, hier passen die Stanzformen nicht. Das sehe ich so schon. Da sind auch Rosen. Da ist der Hintergrund sehr schön. Bei diesen Rosen, das sind die, die ich jetzt ausgestanzt habe. Hier ist das. Hier sind meine Stanzungen. Da arbeiten wir gleich mit. Hier seht ihr zum Beispiel diese Ecke, die ich ausgestanzt hatte bei dem. Und diese sind alle mit den Stanzformen ausstanzbar. Da ist der Hintergrund. Hier sind die gleichen Rosen nochmal in verschiedenen Farben. Sind auch zum Ausstanzen. Passen. Perfekt. Und das ist jetzt das, was ich schon ausgestanzt habe. Da seht ihr das. Ich hatte das so abgeschnitten, dass ich auch wirklich keine Blume kaputt mache. Und das Designerpapier, da habe ich diese Rahmenkarte eben mitgemacht. So, das ist das Designerpapier, was da in dem Produktpaket mit drin ist. Ich pack das mal eben wieder rein. Dann ist das aus dem Finger raus. Wegpacken. So, und ich möchte gerne mit euch diese Karte basteln. Den Sketch, der ist wirklich schön. Und hier sind ja, wie gesagt, nochmal die Akzente. Hier sind die Stempel. Das sind Klarsichtstempel, das seht ihr. So, und das packe ich jetzt auch mal eben weg. Ich suche gerade mal eben meine Stempel. Den Spruch muss ich nochmal eben aufziehen. Zum Geburtstag. Der ist da wieder drin. Da ist er. Na, der will nicht. Ihr seht auch, dass für diese Stanzform auch nochmal die ganzen Motive zum Stempeln sind. Aber ich finde die gerade von dem Papier so schön, weil die schon fertig sind. So, dann brauchen wir den und ich brauche einen Acrylblock für den Spruch. Ja, das packen wir mal weg. Stempeln tue ich in Anthrazit diesmal. Und hier sind die Papierzuschnitte. Und zwar habe ich einmal Grundweiß. 10,5 x 29,7, gefalzt bei 14,85, das ist die Hälfte. Dann habe ich hier die Mattung in Jade, die ist 10 x 14,35,
Dann habe ich den Aufleger in Grundweiß nochmal. 9,5 mal 13,85. So, ein Reststück Weiß und gleich ein Reststück Jade brauchen wir noch. So, das hier. Dann habe ich hier die ganzen Ausstanzungen von dem Papier, was ich hier hatte. Und da suchen wir uns dann gleich was auf, womit wir arbeiten. Hier sind die Stanzformen. Das möchte ich, und zwar ist das hier dieser Hintergrund. Den habe ich damit gestanzt. Und das machen wir jetzt auch. Wie gesagt, ich finde die Stanzform sehr schön. So, wollen wir eben stanzen. So, hier seht ihr das jetzt. Das packe ich jetzt mal eben weg. Mal eben den Kleinkram da noch mit runter machen. Das kann ich am besten immer mit dem Lineal. So, und eigentlich ist da unsere Bürste für. Eigentlich. Ja. Aber es gehen nicht alle raus, kann ich euch gleich zeigen, weil es sind einige, die werden einfach nur hochgeklappt. Ich versuche meinen Aufhebhelfer, da ist er. Das ist jetzt das, was wirklich am längsten dauert. Dass wir die hier mal eben rausnehmen, die Sachen. Und hier sind welche, die werden nach oben gemacht. Da ist er, nehme ich den. Da ist das, genau. Da auch. Der ist wieder raus, der ist raus. So, und deswegen ist das so ein bisschen doof jetzt, weil eben ganz viele einfach nur hochgeklappt werden. Hinten mal eben ist einfacher. Dann können wir die, die nicht ausgestanzt sind, doch da so ein paar sind dazwischen. Ja. Das ist zwar ein bisschen mühsam, aber der Effekt ist toll, wie ihr auf der Karte sehen könnt. So. So, das war das jetzt. Dann kann das hier erstmal alles weg und wir bauen das Buch zusammen. Ja. So, mal eben mich wieder richtig hinlegen. Hinlegen, ja, schön wäre es hinsetzen. So, dann nehmen wir jetzt mal unsere Karte. Und zwar, wo ist jetzt? Eben habe ich noch da. So. Das wundert euch nicht, das ist noch der alte Abroller von Stamping Up. Der funktioniert noch. Und ich habe da noch ganz viele Nachfüller von. So. Sollte man den dann auch richtig rauf machen? Ja. Ja. Das, was hier nach oben kommt nachher, das könnt ihr notfalls immer noch mal mit einem Aufhebhelfer wieder nach oben machen. So, und jetzt wollen wir die mal eben hinten aufkleben. Auf die Karte rauf. Wie gesagt, das ist eine relativ schnelle, einfache Karte, aber ich finde sie sehr schön. So, jetzt müssen wir uns mal eben überlegen, was wir hier für die Sachen nehmen. Hier habe ich wieder so ein, die stand ich auch immer mit aus, aber ich glaube, wir nehmen jetzt mal die helleren Blüten. Wobei, das sieht gar nicht so gut aus für den helleren Blüten, denn wenn wir den hier machen und die oben drüber, dann passt das auch. Dann haben wir hier noch ein paar Blätter rein, die haben wir hier auch noch. Ja,
nehmen wir doch wieder die dunkleren und die Blätter dazu. So, das heißt, die beiden klebe ich so auf. So, gucken, Kleber. Ja, lange nicht mehr benutzt. Dann muss man mal eben gucken. Da. Wobei, ich denke mal, wir nehmen eher die große hier oben. Ja. Und die kleine hier seitlich. Nehmen wir die oder nehmen wir die? Nehmen wir die. Und die andere machen wir gleich mit dem Dimensionals drauf. Ja, so. So, und die große, die wird mit Dimensionals aufgeklebt. Ja. Nehmen wir den Müll weg. So, und müssen wir mal eben gucken, wie rum. So rum, würde ich jetzt mal sagen. Ja. So, und jetzt kommen wir nochmal eben zu den Blättern. Die. Den. Oder den nehmen wir hier rauf. Die packen wir hier noch mal eben mit rein. So, ich denke mal, so sieht das gut aus und so können wir die auch befestigen. Ihr seht, das ist eigentlich relativ einfach und das mit diesem Designerpapier ist das echt perfekt. Die Kataloge bin ich gerade bei fertig zu machen. Die gehen spätestens Montag raus, so dass alle Ostern in Ruhe in den neuen Katalog blättern können. Hast du noch keine Demo, wo du den herbekommst, dann melde dich einfach bei mir. Ich stelle den Link für die Katalogbestellung unten nochmal in die Infobox. Und somit hat jeder von euch die Möglichkeit, sich doch noch ein Freiexemplar zu ordern. So, das sind jetzt die, da kann ich jetzt gleich noch eine Karte mitmachen. Wie ihr seht, also von das Papier, das Designerpapier ist wirklich wunderschön. Und jetzt brauchen wir den Spruch. Da ist nochmal. Dann brauchen wir, irgendwo hatte ich den Rest grundweiß. Muss mal eben schauen, sonst sind wir hier nochmal eben. Ich habe ja auch mal hier. Da, der reicht. Und ja, da habe ich hier auch. Das sind übrigens Ausweishüllen. Die könnt ihr überall kaufen, unter dem Namen Ausweishüllen. Und da habe ich immer so schön meine Reste drin sortiert und finde auch immer alle wieder. So, das heißt, wir nehmen jetzt mal eben den Spruch. Den mache ich so weit wie möglich nach unten, weil den schneide ich mir jetzt noch zurecht, wie ich ihn haben möchte. Der stempelt also wirklich wunderschön ab, könnt ihr gucken. Und jetzt schneide ich mir den so, wie ich ihn haben möchte. Der kann weg. So. Der ist ein bisschen schief. Den schneiden wir jetzt nochmal ein bisschen so, wie wir ihn brauchen. Irgendwie ist das immer noch schief. Moment, machen wir jetzt anders. Ich nehme jetzt mal ein anderes Stück, das relativ gerade ist. Also seht ihr, dass auch bei mir das nicht so gut ist, weil, oder schneide ich den jetzt mal so. Moment, ich mache das mal eben was anderes. Ich versuche mal eben den so auszuschneiden, weil dafür haben wir ja keine Standsform. Nee, dafür haben wir keine Standsform. Wir
gucken, wie es ist, wenn wir das so ausschneiden und aufkleben. Dann können wir das genau sehen. Das ist schon sehr klein, aber das geht auch. Dann brauchen wir jetzt wirklich nur einen schmalen Streifen von dem Jade. Und dann nehmen wir mal was darauf. So, und ich schätze mal 1,5 cm, wenn überhaupt. Ist das jetzt gerade? Natürlich nicht. So, dann gucken wir mal die Jade wieder ab hier. Dann machen wir was anderes. Wir schneiden einen Streifen von einem längeren Teil ab. Ja, den brauchen wir eh nicht. Jetzt haben wir es. Ja. So. Dann schneiden wir den, machen wir den mal eben. Den kleben wir jetzt erstmal eben rauf. Und dann schneiden wir den Rest zurecht, wie wir den brauchen. Das ist also wirklich jetzt improvisiert. Ich habe jetzt nichts weiter vorbereitet. Wir gucken da. Das heißt, ich möchte den hier die glatte Kante haben. Ja. Den machen wir zu. Besser ist das. So, und jetzt schneide ich mir hier nochmal eben ein Fähnchen. Das geht ja einfach. Das wisst ihr, wie es geht. So, ja. Das sieht schon gut aus. Da ist das Reststück gefunden. So, jetzt machen wir den Menschen jetzt nochmal. Das ja auch richtig machen, ne? So. Ja. Huch. So. Und den packen wir jetzt mal hier rein. So. Da habe ich ihn. Den wollen wir mal irgendwas wegmachen. Da ist der Kleber rausgegangen. Aber es ist nicht schlimm. So. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Deko haben. Die haben hier auf dieser Blume die Glitzersteine gemacht. Wo haben wir sie? Hier haben wir sie. Wollen wir mal eben schauen. 3 Stück haben die da drauf gemacht. Wollen wir mal gucken, wie das aussieht. Ich darf euch das ja im Katalog nicht zeigen, also müssen wir das so machen. So. Und zwar eins, zwei, drei. Ne? Nee. So. Der will nicht. Nee, meine Finger kleben. Das ist das ganze Problem. So. Jetzt hat er. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt mit den Steinen, aber ist wieder eine wunderschöne Karte. Hier kann man jetzt wirklich mit dem Aufhebhelfer nochmal die Sachen wieder hochmachen, dass sie hochstehen. Dann sieht das auch ein bisschen gut, sieht das richtig gut aus. Also das ist schon ein schönes Set. Das kommt leider im Katalog, das werdet ihr sehen, wenn ihr den habt, gar nicht so rüber. Also ich finde es wunderschön. Hier seht ihr das. Wo ist meine andere Karte? Hier ist meine andere Karte. Also das sind 2 wunderschöne Karten. 2 etwas anders, aber die sehen sehr schön aus. So, das war meine Idee für dieses Wochenende. Wie gesagt, ich hatte ja den Sketch des Monats.
Und somit ist diese Idee entstanden. Und hier ist die andere Karte. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Seid kreativ, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss aus Bremerhaven! Thank you.